Guten Tag, liebe Zuschauer von Leipzig Fernsehen. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Bahnkaleidoskop, mal wieder aus dem Freien. Und wir sind auch, was das Thema angeht, wieder im Freien unterwegs bei unseren Freunden von der Museumsfeldbahn Lindenau, die allerdings nicht aus den heutigen Tagen, sondern auch schon vor 20 Jahren aktiv war. Wir sind wieder zu Gast bei einem der ältesten Industriedenkmäler Leipzigs, der Museumsfeldbahn in Leipzig-Lindenau. Und passend zum Alter müssen wir natürlich auch die Bilder auf altmodisch trimmen. Nein, Ihr Fernseher ist nicht kaputt, aber so sahen die Bilder vor 20 Jahren aus. Michael Lückert, eines der Gründungsmitglieder des Vereins, hat uns dankbarerweise mal einen Blick in sein filmisches Schatzkästchen gewährt, was man am alten Filmformat von 4:3 sieht. Immerhin sind diese Aufnahmen über 20 Jahre alt und stammen aus den Gründungsjahren des Vereins. Die Bahn lief bis 1991 und es wurde der Entschluss gefasst, Teile davon zu erhalten und unter Denkmalschutz zu stellen. Aufgrund des positiven Entgegenkommens des letzten Betreibers, der Günther Papenburg GmbH, sowie der Denkmalbehörden, konnte im Februar 1992 das leider nur noch 1 Kilometer lange Streckenstück sowie der Lokschuppen mit einigen Nebengelassen vor dem Abriss bewahrt werden. Viel Arbeit also noch, wenn man wieder zu den Schönauer Lachen raus wollte. 1994 waren aber schon genügend Leipziger in den Wagen unterwegs, die zum Teil Jahrzehnte auf dem Buckel hatten. Allerdings war es zu früheren Zeitpunkten noch nicht dieses einladende Schienencabrio, sondern hatte eine bewegte Geschichte hinter sich. 1896 bei der Buckower Kleinbahn als Gepäckwagen auf 750 mm im Einsatz, wandelte er sich zum Munitionstransporter und Materialwagen in einem Tagebau bei Borna und schließlich dort zum Wagenkasten als Lagerraum degradiert, wurde er dann 1993 vom Verein geborgen und, wie hier zu sehen, wieder in ein Schmuckstück verwandelt. Die hier warten noch auf ihre Aufarbeitung. So, einsteigen und weiter geht die Reise. Dieses Sumpfgebiet ist ein Flächennaturdenkmal mit einer Größe von ca. 80.000 Quadratmetern im Leipziger Westen. Es wird umgrenzt von der Schomburgstraße im Norden, dem Leipziger Hafen im Osten, der Lützner Straße im Süden und dem Schönauer Park im Westen. Das Gebiet entstand zwischen 1938 und 1943 durch Ausbaggerung im Zuge der Arbeiten am Leipziger Hafen auf Grundstücken des von der Stadt Leipzig angekauften ehemaligen Ritterguts Schönau. Und wer es nicht glaubt, das ist der jetzige Lindenauer Hafen. Hier sollte unter anderem ein zweiter zum jetzigen Hafenbecken parallel liegender Umschlaghafen entstehen, denn immerhin gab es den Plan der Anbindung Leipzigs an die mitteldeutschen Wasserstraßen wie Saale und Elbe, angeregt durch Karl Heine, schon seit dem 19. Jahrhundert. Nach der Einstellung der Arbeiten am Hafen im Frühjahr 1943 und der Aufgabe der Hafenpläne blieb das Gebiet weitgehend sich selbst überlassen, sodass sich zahlreiche geschützte Pflanzen und Tiere ansiedeln konnten. Am 29.05.1985 wurde noch zu tiefsten DDR-Zeiten das Gebiet als Flächennaturdenkmal mit einer Fläche von ca. 8 Hektar unter Naturschutz gestellt. Die kleinen Eisenbahner waren dann nur im Bahnhof unterwegs.
mit Gartenbahnen. Sogar die große Eisenbahn hatte hier noch ein Gleis. Eine alte Bekannte vom Eisenbahnmuseum nebenan aus Plagwitz konnte hier auch mal langfahren. Das tat sie dann aber nicht allein. Lediglich einige Brücken im Stadtteil Plagwitz erinnern noch daran, dass hier zu früheren Zeiten Industriebahnen unterwegs waren. Die Baureihe 52 war 1994 noch auf einem Gleis unterwegs, das in der Zwischenzeit aber abgebaut worden ist. Die einzige Dampflok im Lindenauer Museum ist ein rollfähiges Exemplar der Hanomag aus dem Jahr 1928. 1993 kam sie dann per Tieflader zur Museumsbahn. Damit sie mit ihren 12,5 Tonnen dann aber auch passenderweise auf dem Gleis steht, musste halt ein Kran ran. Seit dem Gründungsjahr des Vereins 1991 war nicht nur geplant, sich einem Industriedenkmal zu widmen, Recherchen bezüglich aktueller und verschollener Fahrzeuge zu betreiben, beziehungsweise Gleise, Anlagen, Loks und Waggons wieder in einen ansehenswerten Zustand zurückzuversetzen, sondern der Bevölkerung Leipzigs in einem Naherholungsgebiet Industriegeschichte auch erleb- und erfahrbar zu machen. Folglicherweise findet seit September 1992 wieder ein regelmäßiger Personenverkehr statt. Dabei beginnt die Reise im Museumsbahnhof. Dabei führt die Strecke dann zunächst entlang der Speichergebäude des Lindenauer Hafens in nordwestlicher Richtung.
Auf diesem Streckenabschnitt befindet sich der Haltepunkt Schomburgstraße. Im Anschluss wird die Lyoner Straße in einem engen Linksbogen unterquert. Von hier an verläuft die Trasse in südwestlicher Richtung und passiert dabei das Leipziger Ende des Elster-Saale-Kanals. Im weiteren Verlauf schwenkt die Strecke in westliche Richtung. Nach einem kurzen Anstieg wird der Bahnhof Schwarzer Weg erreicht. Im weiteren Verlauf beginnt ein Gefälleabschnitt, an dessen Ende der am Ufer eines Baggersees gelegene Bahnhof Schönauer Lachen und damit das Streckenende erreicht wird. Hier gibt es dann ein Überholgleis, um die Lok für die Rückfahrt wieder an den Zuganfang zu setzen. An der Stelle mal noch ein wenig Historie zu dieser Bahn. Die ersten Einsätze dieser 800mm spurigen Feldbahn gehen auf das Jahr 1856 zurück. Sie war beim Bau des heutigen Karl-Heine-Kanals eingesetzt. Für den Transport beschafften hölzernen Loren wurden noch von Pferden gezogen. Als die Kanalbaustelle 1888 auf die mächtigen Kiesschichten der Schönauer Flur stieß, war ihr weiteres Wachsen und Werden von nun an mit dem Kiesabbau verbunden. Damit übernahm sie sämtliche Transportaufgaben zwischen den Kiesgruben und dem 1891 errichteten Mörtelwerk. Seit 1896 lösten dann E-Loks die Pferde als Zugmittel für die Loren ab. Seit 1902 wurde das Kanalprojekt eingestellt und die Kiesgruben weiteten sich von der Kanaltrasse in alle Richtungen aus. Die ab 1906 beschafften Eimerkettenbagger ließen das Transportvolumen der Kiesbahn weiter anwachsen. Neue E-Loks, ab 1905 auch Dampfloks, wurden beschafft. Nach der Zwangsenteignung der Kiesgruben für den Hafenbau im Jahr 1938 wurden neue Gruben am Schönauer Park erschlossen und die Bahn musste größtenteils neu trassiert werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Bahn nochmals an ihrer Leistungsgrenze. Das stark zerstörte Leipzig benötigte dringend die hier geförderten Baustoffe für den Wiederaufbau.
Mit 4 betriebenen Gruben, 12 Kilometern Streckennetz und bis zu 35 Lokomotiven und 700 Kipploren auf 2 Spurweiten, nämlich 600 und 800 mm im Jahr 1960, erreichte die Lindenauer Kiesbahn ihre größte Ausdehnung. So, nun schmeißen wir mal den Riemen hier auf die Orgel. Oha, ist diese V1010 vielleicht deine heimliche Dampflok? Ach nee, sie ist ja eh nur der Ersatzteilspender. So, Schluss mit der Träumerei bei den Fahrtagen.
Die Vereinsarbeit besteht nicht nur aus dem Herumkutschieren von Fahrgästen. Ja, damit sie auch fahren können, muss natürlich auch was für die Schienen getan werden. Vereinseigene Straßenfahrzeuge und Bagger helfen natürlich auch beim Material für die Bettung der Gleise. Dabei handelt es sich aber nicht nur um eine neue Bettung der Gleise. Die lange Nutzungszeit hatte ihre Spuren hinterlassen. Schadhafte Schwellen mussten ausgetauscht und die recycelte Bettung neu gestopft werden, was in erster Linie natürlich eine schwere körperliche Arbeit darstellte. Den Schafen scheint das aber völlig egal zu sein. Zunächst musste aber erstmal der Schotter an die Stellen verbracht werden, wo er gebraucht wurde. Lok Nummer 2, eine NS3D vom Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg aus dem Jahr 1960, macht sich mit großem Getöse und 8 Kipploren auf den Weg in den Museumsbahnhof. Das notwendige Material, Schotter wie auch Holzschwellen, müssen natürlich auch erst beschafft werden, wo dann gute Beziehungen zu anderen Museumsbahnen sehr von Vorteil sind. Hier betätigt sich Lok 2 als Aushilfsseilwinde. Immerhin wiegt die volle Kipplore mehrere Tonnen, die dann auf das Podest hoch sollen. Bei dieser Konstruktion dürfte jedem TÜV-Inspektor sicher ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen sein. Aber improvisieren ist halt alles. Auch beim Abkippen. Beim Runterfahren haben Sie dann schließlich die Schwerkraft auf Ihrer Seite. Und nun mal noch einige Bilder vom 10-jährigen Jubiläum des Vereins aus dem Jahr 2002, wo der Mittelpunkt des Maifahrtages eine kleine Fahrzeugschau des Museums beinhaltete. Ein Vereinsmitglied erklärt dem interessierten und vor allen Dingen staunenden Publikum, was in den letzten 10 Jahren alles geschafft wurde. Hier kommt jetzt mal ein etwas modernerer Typ gefahren aus dem Hause Dima, Diepholz, einem westdeutschen Hersteller. Diese Lok hatte ursprünglich mal 11 PS Leistung und war hauptsächlich in Torfabriken etc. eingesetzt, da sie mit einem Gewicht von 2,2 Tonnen doch recht leicht war für diesen wenig tragfähigen Boden. Ebenfalls von einer Lokomotive
aus dem Hause Gemeinder. Sie werden sich sagen, was, das ist eine Lokomotive. Das ist zwar auch irgendwie richtig, denn diese Lok ist zurzeit in Aufarbeitung und besitzt noch nicht ihr Gehäuse, ist aber technisch soweit jetzt im Zustand, dass wir sie hier schon vorführen können. Seit 2 Jahren wird an dieser Lokomotive Stück für Stück aufgearbeitet. Wir haben hier die Insel tausend Einzelteile rot übernommen und die wird mit Stück für Stück wieder aufgebaut. An ihr dran hängen unsere beiden Personenwagen. Der erste ist erst voriges Jahr in Betrieb genommen worden, dieser offene Aussichtswagen, während wir mit dem gedeckten Öffnen schon seit 1994 hier unseren Personenverkehr betreiben. Hier die kleine Schwester unserer NS3, die sogenannte NS2. Mit halb so viel Leistung, sprich 30 PS, hat hier unser geschlossener Personenwagen, der ein ehemaliger Schweizer ist. Es ist ein Bergbahnwagen von der Wengernalbbahn. An ihr unsere Pendelhorn, die wir uns aus Kipplohn-Drehgestellen selber gebaut hatten, um auch mal den Fahrgästen dieses Feldbahnfahrgefühl mit ungefederten Wagen mal zu bieten, etwas bandscheibenunfreundlich, aber. Es waren aber auch neben der Schiene interessante Fahrzeuge unterwegs, wie dieser Dieselkarren, der 1957 vom VEB Fahrzeugwerk Waltershausen, dem späteren Hersteller des Multicars, gebaut wurde. Dieses Fahrzeug wird zum Beispiel über eine Fußwippe mit den Beinen gelenkt. Attraktion an diesem Tag war natürlich auch wieder die Fahrt zu den Schönauerlachen, die mit schöner Regelmäßigkeit auch zu den Feiertagen, wie zum Beispiel Ostern, durchgeführt werden. Sicher auch in diesem Jahr. Die Mitglieder des Vereins heißen Sie dann herzlich willkommen.